Also, wir sind schon weg. Ich hätte gerne ein Bier. Hätten Sie gerne ein alkoholfreies? Nein, ein laktosefreies. Wollen Sie mich verarschen? Sie haben damit angefangen. Und damit willkommen beim Stammtisch. Willkommen beim Stammtisch. Ich kann nicht glauben, dass der nicht gut gefunden hat. Der ist super! Der ist vor allem overused. Ja, schon, hast du schon mal gehört. Ich habe noch nie gehört. Wir lernen einfach geschert. Und der ist halt so, ich bin Mann und ich gehe in Paris und trinke Bier mit Alkohol, weil alles hat nur kein richtiges Bier. Ist halt so. Was trinkst du denn in der Bar? Bier mit Alkohol. Wäre ich hier drauf gekommen. Aber ich beschwere mich nicht. Jonas, das ist ein schöner Hut. Ja, Brian. Wir wissen, weißt du warum? Nein, ich weiß nicht, ich habe mich gerade gefragt. Ist das so ein neuer Modefest von dir, oder? Ja, das ist die neue Collection, oder? Oh. Von Yves Saint Laurent. Ah, ich habe gemeint, Yves Saint Laurent. Laurent wäre das. Nein, okay. Wir haben Weihnachten bald. Haben wir? Ja. Cool. Deswegen haben wir heute auch unseren ersten Gast. Oh ja. Bier Willi bei uns. Bier Willi. Genau. Der Sankt Bier Willi, natürlich. Ja. Und der gibt euch vor, wie man da treibt. Mhm. Oh, ja. Und direkt das falsch meinst. Ja, du musst das so tragen, genau. Also, du bist also so der Fisch. Sehr schön. Du sagst, es ist Weihnachten bald. Und inwiefern hat das Einfluss auf Intotonin? Das hat überhaupt keinen Einfluss auf Intotonin. Aha. Jetzt habe ich gedacht, irgendwie, oder wie hat das Einfluss auf den Stammtisch? Das hat überhaupt keinen Einfluss auf den Stammtisch. Und das hat einen grossen Einfluss auf den Stammtisch. Wir haben uns gesagt, für die Spezial-Weihnachtsfolge, die wir heute haben, machen wir extra 2 Bier, die wir trinken, anstatt 4. Ich denke, hau mal voll hier, oder? 2 Kopf ab. Au! Au! Okay. Die hätte jetzt nicht mitzählt. Gut, ich... Einfach 2 Delikatessen, oder? Weil du weißt ja, kennst du ja das Prinzip vom Konzentrieren. Zum Beispiel beim Kochen machst du das. Wenn du kochst, du hast eine Flüssigkeit, Soße zum Beispiel, und ist das dünnflüssig. Und du musst auch nicht konzentrieren, reduzieren. Eine Reduktion, wie sie in der französischen Küche gewinnt. Oder? Und du tust eigentlich die gleiche Menge Flüssigkeit einfach auskochen, bis alles verdampft wird. Mhm. So halbieren oder noch weniger, dass du wirklich nur noch die Essenz hast, das Konzentrat fast. Und dann kannst du über das Zeug drauf tun. Soll das heißen, wir trinken warmes Bier? Nein, das soll heißen, dass wir 4 Bier genommen haben und die konzentriert haben auf 2. Mhm. Und was ist mit den 2? Die sind jetzt, haben eigentlich den gleichen Inhalt wie 4. Aber wir sind auf 2 aufgeteilt. Jonas, es sind Weihnachtsbier! Wir haben uns darauf geeinigt, Weihnachtsbier zu holen. Ja, richtig. Ja, sag dann doch das. Das weißt du, dann weiss ich doch. Ja, aber sie wissen es nicht. Die Zuschauer. 0,1 Zuschauer. Die Zuhörer. Was auch immer. Mhm. Also, es war mir so präsent, dass ich dachte, es ist auch so präsent. Ich merke es. Ja, wollen wir mit ihm anfangen oder wollen wir mit ihm anfangen? Oder wollen wir mit einem guten alten Kopf anfangen? Ich würde sagen, wir fangen an mit einem guten alten Kopf. Schon, hä? Never change a winning team, wirst du meinen. Ja, never change. So wie wir auch die Umgebung von Intotonie Hill, das Intotonie Hill Studio sozusagen nie verändert. Wir haben so schon viele Veränderungen in dieser Show und es ist uns wichtig, dass eben doch ein, zwei Konstanten bleiben, wie zum Beispiel das Intotonie Hill Studio. Ja. Und, ja. Oder die Hüte. Oder die Hüte. Meile ist wirklich schön, hä? Glaub. Ja, so in der Nacht sieht man die Beauty von Meile nicht unbedingt. Aber das ist schon so eine so reiche Zürcher... Nein, wir haben auch die anderen. Also ich hätte schon erwartet, dass du mich mit dem Tesla vom Bahnhof abholst, eigentlich. Ich habe meinen Tesla müssen abgeben. Ah. Die 5 Bentleys werden einfach zu teuer. Ah. Ja. Und vom Maybach würde ich gar nicht anfangen. Da unten der Hallenbad, nein, da. Da? Ja, genau. Nein, andere da. Seite. Ja, ja, also. Auf der anderen Seite vom Parkplatz. Ja, genau. Genau. Schön, wir kommen. Das ist einfach brennt. Und das war am geil. Gleichen Tag. Gewesen. Und sie haben gelöscht Wasser gehabt. Das war der Wumbo. Ah. Geiler Witz. Es war am gleichen Tag. Gewesen. Hat der Hallenbad auch einen Sprinkler an? Weiß es nicht. Herrgott, es ist am gleichen Tag. Jetzt lass mich ausreden. Es ist cool. Es ist aber ich mache sie Tag. Länger, wenn ich da immer drehe. Aber nicht besser! Okay. Wie aber ein länger. Ofo. Kannst du es nicht besser, aber länger. Zum Wohl. Und es war am gleichen Tag, jetzt kann ich aber reden, ohne dass es geredet wird, wo meine Mutter den Ofen zum ersten Mal eingestellt hat auf, wie sagen wir,
einfach einen Timer eingestellt hat, damit er anfängt zu bochen, wenn wir auf dem Heimweg sind. Ich weiss, auf was es erlaubt. Wir sind da vorne raufgekommen und es hat geraucht. Und meine Mutter, also, es hat verdammt geraucht. Meine Mutter hat so Panik geschoben, weil sie sich einfach sicher war, dass das unser Bachofen ist. Sie war dann erleichtert, als sie gemerkt hat, dass das Schwimmbad war und nicht. Oh shit. Ja, aber es ist geil. Geiler Moment. Ja, nicht für sie. Aber wir haben Freude gehabt. Ich glaube, ich so. Gerade eine Überbauung, glaub, unter der Hallenbad mit so einem ausliegenden Laubengang. Und ja, die ja. Zuerst habe ich gemeint, das sind Garderobe für das Hallenbad. Ich wusste aber auch nicht ganz. Nein, wir haben, yes. Wir haben, weißt du, eben da Meilen und Luxus und Reich und so. Und wir haben innenliegende Garderobe im Hallenbad. Okay, das ist krass. Ja, schon nicht schlecht. Und eine fette Götzli-Fabrik. Ja, sicher. Und früher noch einmal, wenn du am Tag, wo du hierher warst und das Fenster offen warst und der Wind genau richtig kam, hast du den ganzen Tag nach Götzli geschmückt. Hast du den ganzen Tag Götzli geschmückt. Also, willst du Götzli nicht schmücken? Nein, das ist eben eigentlich fast der Tod. Das ist ja einfach, ja. Aber wir haben auch, das hat noch einen Laden dazu. Und dann hast du als Kind immer probieren holen. Die sind immer innerlich und haben einzeichnet. Und der prätentiöse Brian Fischer aus Meilen nennt im 2019 den Geschmack von Götzli Tattoo. Es ist schon ein bisschen. Es ist schon, es ist schon. Das ist, also die Leute des Slums wissen ja gar nicht, was es ist. Ja, nicht will ich weitergehen auf dem Weg, aber du hast mich mitgenommen. Ah ja, ich darf. Ja. Wieso auch immer. Also, ich darf. Aber ich bin froh, siehst du es gleich. Ja, Weihnachtsbier. Findest du das erste Weihnachtsbier? Ist gut. Schmeckt ein bisschen nach einem Bekannten, ja? Ja. Ich finde, es fehlt ihm so ein bisschen an... Es fehlt ihm so ein bisschen an Hauptgeschmack. So ein bisschen. Findest du? Ja. Ich finde einfach, es ist so der Geschmack, wo man kennt. Irgendwie. Also, als ob ich das Bier schon immer wieder getrunken hätte. Nein, du nicht. Hast du nicht das Gefühl, dass ich so nicht so viel oft wie du. Heimeliges Bier. Schmeckt ein bisschen. Und obwohl das eigentlich ein Weihnachtsbier ist. Ist da so, dass Leute gern immer das gleiche Bier haben? Einfach wegen dem Gefühl von der Geborgenheit und vom Familiarity? Oh, ich glaube, es kommt ganz viel drauf an. Ich meine. Anstatt mal gutes Bier zu trinken, weißt du? Vielleicht haben sie aber das Bier gerne. Nur weil du es nicht gerne hast. Oder du findest, es fehlt dem Geschmack. Es ist obviously kein gutes Bier. Würde ich nicht so kein hochwertiges Bier. Ja, hochwertig ist es wahrscheinlich nicht. Sonst wäre es nicht so billig. Also, günstig. Aber, es ist Brigarante Mineralwasser oder Mineralwasser. Hast du schon mal Brigarante Bier gehabt? Nein. Dann wirst du es nicht vom Kopf ab sagen. Weil Brigarante Bier. Aber Brigarante Wasser ist das Hahnenwasser von dem Wasser. Gibt es Hahnenwasser von dem Hahnenwasser von Wasser? Das könnte natürlich auch sein. Ja. Außerdem sind die Hahnenwasser jetzt nicht so schlecht. Ist da mit Brigante Wasser gebraut? Das weiß ich nicht. Das könnte sein. Ja. Weihnachten, ja? Weihnachtsstimmung. Geht schon fast auf. Ein bisschen. Was versuchst du eigentlich? Weiß ich noch nicht, aber irgendwo drauf müssen wir ja kommen. Ja, was sind so deine Weihnachtsreden? Aber ist okay. Wir können auch weiterhin über Meilen reden. Was würdest du denn gerne über Meilen? Ja, ich finde es immer spannend. Ich bin ja eigentlich noch nie da gewesen. Glaub. Mhm. Oder ich kann mich nicht mehr erinnern. Ich finde es immer spannend, zuerst mal an den Ort zu kommen. Und ich hätte eigentlich gedacht, dass du das spannend findest, als Native, wenn jemand fremd kommt und erst mal einen Eindruck hat über einen Ort. Was ich meine. Weil du verbindest ja sehr viel mit dem Ort. Abgesehen mit innenliegenden Garderobe. Ich finde, du hast den schönen Teil von Meilen gar noch nicht gesehen. Wir haben zum Beispiel seit... Gehört nicht jeder Teil dazu? Jeder Teil gehört dazu, das stimmt, ja. Nein, du hast vollkommen recht. Das Mittel ist genauso schön wie der See. Das ist vollkommen recht. Der See ist siehst du aber da? Ja, aber du bist noch nicht am See gewesen. Wir haben eben das ist ein mega schönes Bier. Das haben sie vor 5, vielleicht 10 Jahren schon ausgebaut. Ja. Das ist wirklich schön geworden. Also so, eigentlich die Fähre, oder? Meilen ist ja einerseits hier als Übergang zu Horgen. Du kannst dort auf die Fähre fahren und die bringt dich dann auf Horgen. Und ganz viel. Horgen? Weiter? Auf der anderen Seeseite. Auf der anderen Seeseite? Genau. Das ist eigentlich, damit du nicht rundherum fahren musst und ein bisschen Benzin sparen kannst. Auf der, also wie immer, also auf der rechten. Uster oder? Uster. Oder? Aha. Einfach mit Meilen auf der. Also auf Uster der ist auf der. Nein. Uster ist ja auf der anderen Seite vom Pfannenstiel. Was ist jetzt der Pfannenstiel schon wieder? Okay, jetzt sehe ich. Ich glaube, ich muss ganz am Anfang anfangen. The fuck? Pfannenstiel, okay. Es gibt eine Welt. Nein. Also wir wohnen in einem Sonnensystem. Wir sind im Sonnensystem, genau. Wir haben jetzt 7 Planeten. Oder gar nicht. Ich weiß es auch nicht. Aber ich habe gemeint, dass ich gedacht habe. Merkur, Venus, Erde, Mars. Dann kommt schon Jupiter, oder? Ja. Saturn, Uranus, Neptun, Anus. Ja.
Verdacht? Es sind 8 Themen, gell? Hätte ich gesagt. Und der Pluto, da zählen wir nicht dazu. Ist kein, ist ein Zwergplanet. Sonst müsstest du die anderen Zwergplanet auch zählen. Ist das ein Zwergplanet schon? Ja. Okay. Und das machen wir nicht. Ja, nein. Nein. Also machen wir schon, aber ich kenne keine andere Zwergplanet. Das wäre nicht fair. Wir machen es nicht, wir sind bei 8, ich habe 8 gesagt, das ist super. nein, also... Ich bin für Gleichberechtigung mit den Planeten. Ich weiss, es ist ein Thema, das polarisiert, wo Gemüter aufregt, wo wirklich eine Relevanz hat. Wo die Masse spaltet. Wo die Masse spaltet. Okay. Nein, wir sind hier eigentlich an der, wenn so willst, nördlichen Küste, weil wir werden immer von Sonne beschienen. Ihr seid halt einfach nicht Goldküste? Doch, doch. Hä? Von der kommt ja Goldküste, weil wir immer Sonne sind. Ja, jetzt bist du. Uster ist Goldküste. Uster ist auf der anderen Seite vom Pfannstiel. Ja, aber es gibt der See hat zwei Seiten. Genau. Und einer ist Uster und der andere ist Thalwil. Genau. Das sind die Orte, die wir kennen. Genau. Okay, Thalwil ist auf der anderen Seite. Und Horge ist eigentlich ziemlich nah bei Thalwil dazu. Ja, das kenne ich. Ah, okay. Und Meilen und Horge sind verbunden über Pferde. Ah. Und Pferde transportiert halt viel Autos. Viel Pfannen. Passagiere. Zum Pfannenstiel oder so. Aber fast. Einmal habe ich einen Sanitätswagen gesehen. Auf der Fähre. Mit dem Blasen. Also Ambulanz. Also ich habe gefragt, du bist näher. Also ihr habt ja eigentlich Spital, das ist glaube ich auch gut. Also. Nein, ja. Ich weiß nicht, was das für ein Transport ist. Es müsste so eine kleine Fähre geben mit einem Blaulicht. Das wäre so lustig. Und die Fähre geht so. Dran. Genau, die andere ist nur ein bisschen schneller. Ja, das ist eine genau. Fähre. Das wäre schon lustig. Mensch, an deinem Morgen, nein, du Vollpfosten. Ja, nein, eben, wir sind ja Goldküste. Die meisten sagen, weil wir so viel Geld haben. Wir sagen lieber, weil uns die Sonne im Sommer auch bis spät am Abend bescheint. Also wir haben eigentlich den ganzen Tag Sonnenschein. Weil das ist mehr weniger. Ja, darum ist ja so teuer, die Lage, oder? Und die Flüsselküste sieht uns einfach immer im Licht. Und darum sind wir auch. Wie heißt die? Flüsselküste, sagen die Leute. Flüsselküste. Würde ich natürlich nie sagen. Ja, du bist natürlich stolz, dass du da wohnst, mit Geld, das du nicht dafür hast. Genau, sicher, ja. Dass du zu dieser Familie gehörst, wo du nicht dafür hast. Kann man stolz drauf sein, oder? Das war schon die Arbeit, nicht meine, aber es war schon die Arbeit. Ja. Ich bin auch stolz auf dieses Land. Was hast du für dieses Land tun, bitte? Ich bin 360 Tage in Italien gewesen. Das wird jetzt. Das ist schon mehr Dienstleister als ich. Bis jetzt. Kannst du stolz sein auf das Land an sich? Sozusagen. Okay, das ist also der Ort. Das ist der Ort, das Meilen, von dem viele Leute schon gehört haben. Der Mythos eigentlich. Der Mythos. Mhm. Die Legende vom Ort Meilen. Jetzt ist gerade, nein, letzte Woche ist gerade einen Gastvortrag gehabt. Von wem? Von wem? Von einem Typ. Glatze. Auf jeden Fall hat er ständig von Meilen genommen, der ist aus Meilen. Der hat von seinem Projekt in Meilen erzählt. Der hat erzählt, wie sie auf ein ganzes Geschoss verzichtet hat, in der Altstadt, weil es architektonisch einfach eine Vereinbarung gewesen wäre, was ich super finde. Aber ich bezweifle sehr auf dieser Seite gewesen, weil er ist Bauherr gewesen. So. Die anderen haben sich aufgedruckt und jetzt nimmt er es als Prestige. Natürlich. Er ist nicht der Kavalier. Nicht einmal. Darauf bestanden, auch schon. Er ist jetzt der edle Ritter. Aber vielleicht hat er wirklich nicht. Vielleicht hat er es nicht wirklich nicht. Würde sie mir nicht unterstellen, aber es fällt mir ein bisschen schwer, wenn das Geld dran liegt, dann fällt es mir schwer, das zu glauben, dass das nicht ursprünglich mal der Plan war, als Schuss auszunutzen. Ja. Ja, aber ich glaube, da hast du eine sehr einseitige Sicht auf Kapitalisten. Natürlich, ja. Ich habe eine sehr pessimistische Sicht auf den ganzen Kapitalismus, das muss man auch sagen. Aber, du. Das ist ja die Meinung, wo du sagst, eine Firma ist nur auf Gewinn aus und kann gar nicht andere Werte vertreten. Das sage ich nicht. Ich glaube, sie kann. Ich glaube, die meisten versuchen es nicht oder wollen es gar nicht. Ja. Also, so halt nicht, ja. Aber der normale Mensch mal auch nicht. Also, das schadet mir auch nicht. Die wenigsten machen es auch. Also, weißt du? Ja, klar. Ja, aber, das ist aber es ist so, es ist nicht eine Regel. Es ist nie eine Regel. Es ist immer viel zu kompliziert und diffus. Mhm. Anstatt dass man sagen könnte, ja komm, der ist ja Bauherr. Dem ist eh nur das Geld wichtig. Ja, das stimmt. Nein, das würde ich jetzt nicht. Also ich kenne jetzt von unserer Firma, die ist jetzt vielleicht ein bisschen anders als andere Investoren, aber sind andere Sachen auch wichtiger als Geld. Das ist doch schön. Zum Beispiel, dass wir so nicht nach 5 Jahren wieder auseinandergehen. Gut, aber das hat ja irgendwo etwas mit Kosten zu tun, wenn ich fragst. Also wenn das Haus 20 Jahre steht oder 5 Jahre. Ja, das ist ja der Witz. Die viele so Investment-Leute sagen, ja, das Geld und so ist das Wichtigste und scheiß auf alles. Aber ihnen ist nur das kurzfristige Geld das Wichtigste.
Aber dann bist du nicht sehr... Also, dann hast du einfach noch nicht verstanden, wie Kapitalismus funktioniert. Doch. Weil, nein, du, weil du nachher ist ein Programm, das Geld. Mhm. Die Idee von so Leuten ist, sie bauen und sie verkaufen es, bevor sie auseinander gehen. Okay, dann macht es Sinn. Dann wiederum gebe ich dir recht, dann macht es Sinn. Also ja. So, das ist für mich... Aber Kapitalismus kann beides sein, oder? Es kann der sein, der 50 Jahre in Zukunft denkt und sagt, ich will 50 Jahre lang Gewinn machen. Es kann aber der sein, der sagt, ich will jetzt schnell Gewinn machen und gehe dabei überleichen. Oder drülle ich anderen Leuten Gebäude an, wo ich weiss... Also ich kann sie sagen eigentlich. Weil ich weiss, wie schlecht sie es gebaut haben. Aber ich lüge sie an und sage, oh, das ist so viel Wert und so, noch kauft es und noch... Ja. Also es ist ja beides Kapitalismus, ja, kannst du vollkommen recht. Es ist beides... Ja, ja, gerade beim Verkauf kann ich es auch nachvollziehen, dass du... Da gibt es ja mal die dritte Variante. Ich verkaufe es mega billig, aber du bist noch abhängig von mir. Zum Beispiel, das ist, glaube ich, das Gillette-Prinzip, nehmen wir das Fach gesprochen. Weil du kannst den Rasier ziemlich billig kaufen, aber du musst Klingen dazu kaufen, die dann ziemlich teuer sind. Und das gleiche macht ja auch Apple zum Beispiel. Du kannst ja fast nur Apple-Produkte für Apple benutzen, oder mehr oder weniger. Das stimmt nicht ganz so extrem. Also Drucker ist nicht extrem. Drucker, ja, stimmt, ja. Patronen sind aber total. Und, wenn wenige Leute wissen, Lift. Ah ja? Ja. Wieso denn das? Lift sind im Lift, machen eigentlich das Geld auch mit dem Service. Ach schon? Ja. Oh, krass, das habe ich nicht gewusst. Und Bühler auch. Machen wir auch so. Krass, ja, das ist ja. Macht ja eigentlich irgendwo Sinn. Ne? Also dort sind halt Serviceverträge, die du machst, oder? Das stimmt. Wo die Leute müssen, Bühler gesagt, mit dir machen, weil... Ja, ja. Ist klar. Anstatt, ist für ein Unternehmen vielleicht sogar besser. Weil für ein Unternehmen ist einmalige Investition immer schwieriger zu machen als laufende Kosten. Das ist so. Kommt auf die Größe vom Unternehmen drauf an. Also vielleicht. Es gibt wahrscheinlich Unternehmen. Nein, weil ein Unternehmen treibt ja laufend Geld ein. Das heisst, laufende Kosten passen zu der Buchhaltung vom laufenden, ja, das ist, ja, von der laufenden Inhaber. Ja. Und du musst auch Löhne laufend zahlen. Das ist alles ist laufend. Und ja, zum dann sagen, hey, ich gebe jetzt irgendwie das Zehnfache von meinem Umsatz aus für eine Investition eigentlich, ist auch schwierig. Du willst einfach lieber viel schaffen. Ja, ich weiß manchmal. So. Ja, das macht Sinn. Ja, Kapitalismus 101, Pintotonie, oder wie ich meine? Das ist auch der Grund, warum viele so Software und so ja. Halt Abo-Modell gehen, ja. Oder? Ja. Ist ja eigentlich auch für dich eine Art, auf eine Art besser. Wenn du sagst, entweder ich kaufe Photoshop für 500 Stutz oder für 1000 Stutz, das ist schon viel. Oder du sagst einfach, zahlbar natürlich. Oder ja. Ist Photoshop nicht teuer? Du kannst es mittlerweile nicht mehr kaufen, also weißt du nicht, wie teuer das ist. Du kannst es nur noch im Abo-Modell machen. Ja, das ist gut. Also, aber ich weiß. Ja. Ja, das stimmt schon. Das ist einfach mehr das Problem, dass du nicht mehr dein Eigentum ist, was vorher war. Anders wiederum muss ich sagen, wenn die nicht laufend die Software patchen, dass sie mit den neuen Betriebssystemen und so weiter funktioniert, bringt es eh nichts. Ja. Also müssen sie eh die Dienste dir leisten, sonst kannst du die Software langfristig sowieso nicht brauchen. Ist ja nicht wie, es ist ja wie bei einem Auto, du kaufst ein Auto und du bist gleich abhängig von Leuten, die dir den Service machen. Ja, gut, das hast den Vorteil, dass viele Leute können da vielen Autos und Service machen. Ist ja nicht so, also ja, mit einem VW nicht in eine Toyota-Garage kannst du gehen. Kannst du? Bist du sicher? Meinst du nicht? Ich glaube nicht. Also klar, also Reifenwechsel oder so, das ist schon, aber ja, alles andere muss in eine Garage, wo die Autos vertritt, hätte ich schon gesagt. Es gibt einfach mehr, aber es gibt einfach viele Toyota-Garagen. Sind ja gute Autos im Leben. Sind sicher gute Autos. sind glaube ich auch viel Rallye, gell? Das definitiv, da habe ich zumindest gemeint. Was ist eigentlich mit den neumodischen Autos, die jetzt alle auf Elektroauto machen, was ja okay ist, ich weiß nicht wie gut oder wie effizient oder wie umwelttechnisch genial die sind, keine Ahnung. Aber wieso muss das so scheiße aussehen? Ja. Hast du den neuen Tesla gesehen? Der ist geil. Der ist nicht geil. Der ist geil. Der ist nicht geil. Der ist richtig geil. Der ist wie ein hässliches Batmobil. Ich hätte nicht erwartet, dass du auf das Thema eingehst und dann noch die Meinung vertrittst, dass der scheiße ist. Übrigens die Meinung von vermutlich 95%, also total Mainstream. Das ist nicht geil zu finden, ist Mainstream. Ja. Dann bin ich von mir aus Mainstream, ich habe das Thema noch niemandem gehabt. Aber wenn ich ein hässliches Batmobil will, ja gut, dann kaufe ich mir den. Also, aber es ist einfach... Warum ich es geil finde, ist nicht die Optik. Die ist schlussendlich einfach Geschmackssache. Ich finde es geil, weil ich laufe durch einen Parkplatz und ich komme fast zu kotzen. Erstens sind alle Autos dupfgleich, egal von welcher Marke und egal von welchem Jahr. Ja. Alle sind so... Nicht edgy, möglichst konform, möglichst schön rund und einfach und grusig. Dann finde ich alle absolut auch grusig. Also das Auto an sich, jetzt losgelöst davon, dass es gleich ist alle andere, aber an sich, ich schaue es auch oder ich sehe Werbung und denke, was? Also sorry, sind die alle behindert? Mach doch mal etwas Schönes.
Ja, schau doch mal in die Vergangenheit. Es gibt so viele schöne alte Autos. Und ihr bringt jetzt einfach nicht an, es sind ja echt behindert. Das ist ja ein fucking Job. Ich sehe das genau gleich, aber ich finde, Tesla macht etwas anderes, aber macht es auch. Ja, aber er macht mal etwas anderes, verstehst du? Ja, aber er macht es nicht gut. Ja, aber also, das ist schon mal, wenn du das als zwei Schritte zum Ziel anschaust, nämlich erstens dich loslösen von der Masse und zweitens etwas machen, was schön ist, dann sind sie den ersten Schritt schon gegangen. Sie sind die Einzigen, die Eier haben, so etwas zu machen. Das stimmt nicht, ich glaube, Ford hat schon mal einen rausgebracht, der absolut hässlich war. Ja, aber er ist ja nicht nur hässlich. Nein, der Ford ist auch so futuristisch und. Aber gut, der andere geht mehr das Kubistische eigentlich, oder? Und der Cyberpunk Ford da. Ja, voll. Und der Ford ist mehr so futuristisch, aber mit Schwung. So eine natürliche Form und so. Aber genau wie hässlich. Ich verstehe nicht. Gut, ich finde sie auch nicht besser, sind wir ehrlich. Ich finde aber, der ist auf eine andere Art hässlich. Als alle anderen. Als die anderen. Dann gebe ich dir die Folge. Und wenn ich aber noch viel geiler finde, ist zum Beispiel, wie sie das Material nutzen. Das ist ja, was ist das? Rostfreie gewalzter Stahl. Okay, das ist geil. Roh. Das ist schon geil. Weil es ja rostfrei ist. Mhm. Jetzt musst du überlegen, Autos. Das ist schon schwer. Zum Vergleich zu Alu. Ja, aber normale Autos sind nicht Alu. Das Blech lackiert. Das müsstest du nicht lackieren. Was für das Blech? Stabler. Schon. Ja. Darum ist ja, bei einem normalen Auto, sobald du eine kleine Kratzer hast, musst du in die Werkstatt. Den geht ausbessern. Warum? Weil es rostet. Weil es sich anfängt durchrosten. Und? Das ist nicht nur die. Alu rostet nicht. Alu nicht, nein. Schon, das kann ich nicht. Nein. Also, okay. Ja, nein. Haben wir nicht gewusst. Man kann das Rosten genauso. Jetzt musst du mit einem Offroad-Auto, mit einem, was da in Meiler wahrscheinlich sehr bekannt ist, mit so einem SUV, mit einem kompletten Blödsinn, schlimmsten Ding, was es gibt, wo die huren scheiß Kapitalisten rumfahren in der Stadt. Weil ich, echt, ab jetzt mach nur noch 2,30 Meter oder sogar 2,20 Meter Parkplätze. Die Arschlöcher können schöne scheiß Autos aufkratzen, ohne Witz. Und immer stützen. Immer stützen, auch noch. Ich kaufe da mal etwas gescheit, wenn du so hässliche. Oh, ich habe einen grossen Schwanz und da muss ich ein großes Auto bauen. Ah, nein, ist schon gleich. Also, ich finde, sie sind gar nicht so groß. Sie sind wurscht, sie sind groß und sie hauen euch fressen, dass der Typ, der drin noch ein kleines Selbstwert hat. Noch viel mehr als ein Sportwagen. Noch viel mehr. Das kann gut sein. Weil es mainstream-tauglich ist. Weil einer, der sich ein Lamborghini leisten kann, ist nicht das gleiche Klientel. Genau. Stimmt. Egal, auf jeden Fall. Mit kauft mit sich ein Lamborghini und ein Pickup-Truck, irgendwann irgendetwas transportieren, wie Schweiz ein Laptop oder. Da sind wir ja wieder beim Pickup-Truck. Sechserglas. Pickup-Trucks sind aber geil. Aber jetzt hast du einen Pickup-Truck. Mhm. Jetzt musst du, aber auch beim Pickup-Truck, sobald du Krebs machst, musst du dir machen. Mhm. Weil das ist rostet. Okay. Das ist ja völlig behindert. Mhm. Ich frage mich, wieso das niemand anders auf die Idee kommt. Ist einfach mal ein Material, das fucking nicht rostet. Es rostet nicht und es ist wirklich stabil. Weiß auch nicht. Weißt? Und das Material hat aber auch zu tun mit der Form. Also das, weil das Material ist dann halt schwierig zum Bügen. Mhm. War wieder mit dem Edgy und so. Ich auch und so. Nein, darum ist das Design auch wieder so, weißt du? Ja, so. Also das ist so. Ja, aber das auch der Bürger sagen, die Konstruktion spielt mit dem Ding, mit dem Material überein. Also das finde ich einfach schön, weißt du? Es ist so ein durchdachtes Konzept, wo offensichtliche Probleme einfach mal löst. Ja, eben, wie gesagt, ich finde, wenn du schon den ersten Schritt gehst, dürftest du auch gerne den zweiten Schritt noch gehen. Wenn wir von dem Zweischritt-Konzept ausgehen. Aber das ist ein anderes Thema. Was ich mich gefragt habe, die alten Autos, die so schön sind zum Teil, so geil, wieso gibt es niemanden, der einfach so Autos produziert, die gleich aussehen, aber moderne Motoren haben? Ich meine, ja, sie sind wahrscheinlich nicht ganz so grün wie ein anderes Auto, weil schlussendlich brauchst du ein bisschen mehr Benzin, weil du ein bisschen mehr Luftwiderstand hast, vor allem wegen der Form, oder? Darum sind die heutigen Autos so von wie sind, weil du hast weniger Reibung drin. Aber gerade wenn du zum Beispiel SUV nimmst, die Leute interessiert überhaupt nicht, wie viel Verbrauch das Auto hat. Also wirklich. Es gibt viele SUVs, die heutzutage Hybrid sind oder mit Ja, aber wenn dich da interessiert, kaufst du also ein Auto. Dann kaufst du ein kleines. Ja, aber wenn du ein kleines kaufst, du schränkst dich ja auch irgendwo durch. Ich meine nur, dass es Leute gibt, wo. Wenn du irgendwie in den Kia gehst, möglich posten. Was machst du dann? Musst du das anderes Auto? Ich habe gehört, dass für das eine Mal uns. Gut, ja, gut. Aber das heisst, du musst ein kleines Auto haben und musst noch ein Auto dazu mieten, damit du etwas transportieren kannst. Ja, wie oft machst du das? Weiß ich nicht. Also du würdest mir sagen, du fährst lieber. Am besten noch mit dem Auto arbeiten, weil muss man ja, wenn man auf Zürich auch arbeiten, oder? Fährst natürlich mit dem Auto. Von Meilen auf Zürich mit dem SUV, jeden Tag, zweimal. Und du hast ein SUV, nur damit einmal im Jahr, höchstens einmal im Jahr, in Ikea damit und ein Regal posten. Wird wahrscheinlich mit ein bisschen Mühe auch in ein kleines Auto wahrscheinlich bringen. Wenn du nämlich etwas richtig großes, zum Beispiel wie Zügeln, dann musst du sowieso eins nehmen. Ja, das ist also nein, ich meine nur Verhältnismäßigkeit, weißt du? Ja, ich weiß schon, was meinst. Das macht null Sinn. Ja, ich weiß schon, was du meinst.
Du fährst jeden Tag allein in so einem fucking Auto. Aber der Punkt ist eigentlich mehr, dass es, ich glaube, da wo du sagst, ich glaube, es gibt, wie hast du mir gesagt, scheißegal, 2 Liter mehr pro 100 Kilometer. Für einen ist das Auto. Also, das stimmt schon. Ja. Also ich verstehe nicht, wieso dass man das nicht produziert oder nicht macht. Das ist auch ein bisschen dich und ich kann dir ja sagen, warum baust du nicht einfach Häuser aus dem Jesu im 19. Jahrhundert. Es gibt auch viele Leute, die die Einstellung haben. Ja, ja, stimmt schon. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, du willst immer noch Geld machen mit Autos aus dem, also aus dem 20. Jahrhundert. Ja, was ist denn das? nein, aber so aus den 70er Jahren. Ich glaube, die würden sich gut verkaufen. Was ist das ganz genau gleiche Chassis? Chassis, genau. Einfach klauen. Ja. Weil besser wird es nicht sein, also. Ja. Übernimm es doch gerade. Patent ist eh ausgelaufen. Ich und der Kollege, wo wir in Südamerika gereist sind, sind wir in, wo ist das, in Chile, in, ach, nein, sind nicht, das war in Argentinien, gewesen, an einer Ortschaft, wo ich nicht mehr weiss, wie sie heisst. Ja, ist fertig. Ja. Wo ich an einer Ortschaft war, wo ich nicht mehr weiss, wie sie heisst. Sie ist aber bekannt gewesen für Aliensichtungen, was schon sehr viel über die Ortschaft sagt. Auf jeden Fall, jetzt sind wir an einem Auto, genau in den 1970er Jahren, vorbeigelaufen, mit einem Verkaufsschild. Sind da die fette, die lange, oder? Nein, es ist so ein kurzes, so genauso wie du das Auto eigentlich in Kuba vorstellst. Ah. Genau ja. So eigentlich. Also schick mit Chrom und so? Ja. Schick hat er nicht aus. Ja, aber so. Er ist nicht mehr so in dem Zustand gewesen, den man mal sieht. Auf jeden Fall mit einem Verkaufsschild dran. Und ich und der Kollege sind dort vorgestanden. Wie geil wäre es, jetzt uns den kaufen und den Rest von unserer Reise mit dem rumfahren? Dann haben wir uns dann dagegen entschieden. Wie viel hättest du mir jetzt sagen? Wahrscheinlich gar nicht, aber wahrscheinlich wärst du auch nicht gekommen. Ah. Also ich bezweifle, dass es einfach immer guter Zustand war. Ja. Ich kann dir nachher das Foto zeigen, wenn ich es finde. Aber das war geil, das geiles Ding. Jetzt haben wir es wieder. Gerne, ja. Soll ich dir mal präsentieren, wann ich kann? Voll, ja. Wäre doch cool. Will es auch nicht? Ja, voll. Nicki-Nicki. Wieso hast du dich für das Bier entschieden? Wieso habe ich mich für das Nicki-Nicki entschieden? Genau. Aus der Stadtgut-Brauerei. Ah, ist das Winterthur, die Winterthur-Brauerei? Ja, von der, wo ich... Ja, voll. Die macht, du hast doch das andere Bier von denen so gerne und du hast gefunden, da ist auch noch, richtig, oder? Ja. Das wird es wohl sein, ja? Ja. Super, das ja. Das ist cool. Gut einfach. Ja, ja. Genau, aber das Lager. Ja, ja. Und das ist? Und das ist Mandarin-Hopfen. Mandarin-Hopfen, das klingt doch gut. Nicki-Nicki. Und da hast du mir doch vorher erzählt, wo du im Laden das Bier genommen hast. Ist doch... Dort hast du mir erzählt, dass doch der Laden immer anschreibt, was das für eine Biersorte ist, weißt du noch? Ja. Ja, ja. Und dann hast du mir doch auch noch erzählt, dass unter dem Bier gestanden ist, nichts zugeordnetes Bier. Und du dich gefragt hast, was, nach was das vielleicht schmeckt. Stimmt, das, genau. Weil du noch nie ein nicht zugeordnetes Bier hast. Das hast du doch noch erzählt, dass das... Dass das sicher ein spezieller Geschmack ist. Genau. Nicht zuordnenbar. Nicht zugeordnet ist, glaube ich, gestanden. Nicht zugeordnet, okay. Also hast du mir gesagt. Das ja, aber ich würde sagen, wir probieren es da mal. Mhm. Natürlich. Mal schauen, wie es zuordnen könnte. Enthält Wasser, super. Ist immer gut. Sicher nicht ungesund. Ist da drauf. Ja, und dann läuten wir die Weihnachten rein, ja? Würde ich meinen. Das ist jetzt ein richtiges Weihnachtsbier. Was ist denn ein unrichtiges Weihnachtsbier? Ja, Kopf ab. Wenn sie Weihnachten draufschreiben, ist das ein richtiges Weihnachtsbier. Ja, aber das gleiche, aber mal Weihnachten draufschreiben. Cool. Und so ein Schneestern draufmalen, so ein Schneeständer. Das ist Naturtrüb. Sozusagen IPA oder was? Nein, so kaputt. Zum Wohl. Zum Wohl. Dann pst. Ja. Also, Trüb ist es. Trüb ist es. Und ich glaube, das Wasser schmeckt mir relativ gut, oder? Und ich kann es noch nicht ganz zu. Ja. Vielleicht ist es Brigarat oder ist es Walser? Also. Ich habe letzte. Ich habe gerne Kaffee. Du willst ja noch über das Bier reden. Aha. Was haltest du davon? Ja. Also, ich kenne es ja. Aber das hast du schon mal gehört, nicht die Nacki. Das ist Unka. Ah, okay. Das ist gut. Es ist ein gutes Bier. Ja. Ich finde es gut, es hat so. Ganz leichte Mandarin-Geschmack. Sure, schmeckt sehr gut. Aber ich merk, dass noch etwas, es hat noch etwas anderes drin. Es ist so. Vielleicht hat der Brauer, der es braut hat, Mandarin geredet. Okay, wenn er Mandarin geredet hat, hat er dann auch... Mandarin-Hopfen. Mandarin-Hopfen. Mandarin-Hopfen, vielleicht ist das auch. Ah, vielleicht ist es so. Vielleicht hat er auch von Mandarin geredet. Da hätte ich zu viele Hopfen-Tropfen gehabt und nicht darum das Gefühl gehabt, wir müssen Mandarin reden. Mm. Ich finde es auch ein. Nein, ist gut, es ist hopfig. Ist es, definitiv. Hopfig ist cool. Noch nicht das IPA. Nein. Noch nicht ganz so stark, zum IPA sein, wenn du fragst. Nein. Okay. Wenn du vom Bier-Wittmer gelernt hast, es gibt eher hopfige, eher malzige. Und eher
weiß auch nicht wann. Das sind ganz komische Sachen. Okay. Also Kaffee, zurück zum Kaffee, da bist du ja Experte drin eigentlich. Ich will jetzt nicht sagen Experte, aber das sind immer die, die sich damit befasst haben, sind eigentlich die ausgewählt sind, die wenigsten Experten. Weil das ist so. Das ist sich so. Orientieren, die wirklich Experten genau. sind. Je mehr du über das Thema weißt, desto mehr realisierst, dass du nicht so genau. weißt, wie du eigentlich sollst. Aber es ist halt so, Kaffee ist ja wie alle Bereiche, die mit Nahrungsmitteln zu tun haben, wie auch Kochen oder Bier oder was auch immer. Du kannst genauso viele YouTube-Videos und Bücher lesen und Zeug und dich informieren. Das bringt alles nichts, weil du, solange du das Ding nicht trinkst oder nicht konsumierst, solange du es erfährst mit deinem Geschmacks- und Geruchssinn, bringt das Wissen eigentlich nicht. Das stimmt. Und darum, ich habe ja mal, wenn ich das erzählt habe, haben wir eine Degustation mitgemacht über Livestream. Ein Kaffee-Degustation. Da hast du von so einer Londoner Rösterei, hast du dich können, also anmelden für die Degustation und dann haben sie da, also eine Zahl, ich glaube 15 Euro oder so. Das ist schon nicht. Und dann haben sie da 5 Samples zugeschickt, an je 30 Gramm Kaffeebohnen. Mhm. Unlabeled. Also A, B, C, D, E ist doch verstanden. Okay. Ja. Und an dem Tag X, an dem Samstagnachmittag, hat dann er, der von dem Kanal, hat einen live in dieser Rösterei, hat eine, so wie sie es in der Industrie auch machen, wenn sie gerne Kaffee posten, die Degustationen, hat er dann einfach vorgemacht und dann haben sie die Tour cool. live und wirklich noch gemacht. Und dann hast du halt gemahlen und dann hast du Dann hast du destilliertes Wasser kaufen und dann hast du so eine Sasche bekommen mit Mineralien, wo du dann ins Wasser drückst, dass alles gleiche Wasser haben, oder? Krass. Ja. Und so hast du dann einfach die Kaffees degustiert und hast dann können mit ihm und mit den Leuten austauschen, was hast du für Flavors drin, was, ja. So geil. Er hat dann genau gesagt, wie das Verhältnis ist zwischen Wasser zu Kaffee und wie lange es musst du brühen lassen und so weiter. Und das ist recht wie sagt man? Also recht eingefahren, so die unterschiedlichen Geschmäcker. So mal ja, ich glaube. Spüren ja. und so. Und ja, das hat schon recht weitergebracht. Auf jeden Fall zum Thema Wasser. Einer denkt, okay, Wasser ist ja nicht gleich Wasser. Hm. Und er sagt immer, ja, nimm gutes Wasser für den Kaffee. Für guten Kaffee nimm gutes Wasser. Mhm. Und dann gibt es solche, also er sagt da nicht, aber es gibt solche, die sagen, ja, Kaffee besteht ja aus 99% Wasser. Also ist Wasser das Allerwichtigste mit Kaffee. Und sie sagen, du bist schon behindert, weil so geht ja nicht. Du gehörst ja nicht 99% vom Geschmack ist ja nicht Wasser. Das macht nur Sinn. Ja, das stimmt. Aber ist ja gleich. Auf jeden Fall, einer denkt, ja gut. Wie schmeckt denn jetzt? Jetzt habe ich ja mit gleichem Wasser verschiedene Kaffee probiert. Wie schmeckt denn jetzt der gleiche Kaffee mit verschiedenen Wasser? Also habe ich mir einerseits Appenzeller Wasser gekauft. Evian, was nicht so mineralhaltig ist. Dann habe ich Osmose gefiltertes Brita-Filterwasser genommen aus dem Geschäft. Also dort haben wir so eine Anlage, die es filtert und dann noch der Brita-Filter, also Lange. Und unser eigenes Hahnwasser daheim, wo sehr kalt ist. Und dann habe ich den gleichen Kaffee gemacht und den probiert und das war recht spannend gewesen, so. Weil natürlich Common Sense ist, gefiltertes Wasser ist das Beste für den Kaffee. Sag jetzt. Ist es? Okay. Ist es nicht, finde ich. Findest du nicht? Nein, finde ich nicht. Was hat das zu tun? Also meine Theorie ist gewesen, dass also Brita-Filter, sie sagen, du das Wasser filtern mit zum Beispiel Brita-Filter oder so, dass das Beste ist für den Kaffee. Meine Theorie ist gewesen, dass das Schlechteste ist für den Kaffee und wahrscheinlich das gekaufte Wasser das Beste. Weil es halt mineralhaltig ist, aber nicht so kalkhaltig. Und die Theorie hat sich eigentlich auch bestätigt. Wobei, was anders war, ist, dass ich gefunden habe, ich habe zuerst gemeint, das Ranking ist hochmineralisiertes gekauftes Wasser, dann Brita, dann Hahnwasser. Mhm. Aber für mich jetzt persönlich vom Geschmack her ist es gewesen, gekauft Hahn Brita. Also das ist wirklich das Schlechteste. Okay. Also es ist wie so der Kaffee, also es ist noch speziell, ich weiß nicht, ob du schon viel verschiedene Wasser getrunken hast. Und extrem, ich muss auch sagen, wenn ich ins Ausland gegangen, habe ich extrem Mühe, Wasser zu finden, das ich gerne habe. Aha. Weil da in der Schweiz finde ich die Unterschiede sind ein bisschen weniger gross. Aha. Aber also im Ausland sollte ich ja eh, oder zum Beispiel in Südamerika sollte ich ja eh nur eigentlich abpackt Wasser kaufen. Aber auch die schmecken so grusig, habe ich das Gefühl. Und ich weiß einfach nicht, was der Geschmack ist. Weil für mich, Wasser hat keinen Geschmack. So, für mich. Ich find, das stimmt ja nicht. Nein, aber du, irgendwie, weißt du, es ist nicht ein penetranter Geschmack. Aber es gibt dann Wasser, das dann einfach irgendwie leicht anders schmeckt, als es gibt. Aber dort schmeckt Wasser extrem nach irgendetwas. Und ich weiß nicht, was es ist, und es stört mich. Aber es ist Chlor. Weil viele tun ihre Sachen mit, also viele Länder mit Chlor reinigen. Es kann gut sein, dass es Chlor ist. Keine Ahnung. Es kann gut sein, dass es nach Chlor schmeckt. Ich finde, es hat eben keinen Geruch in dem Sinn. Der Geruch, oder? Das müsste ja fast schon haben mit Chlor. Nein. Also es ist einfach, zu wenig zum Geruch. Es ist zu wenig, dass es einen Geruch bildet, aber es ist genug, dass du merkst, es kann sicher Chlor wie der Body, der gleiche Geschmack wie der Body, aber nicht so extrem. Ich gehe selten mir gucken, was aus dem Body schöpfen. Aber ich weiß nicht, was es ist, aber ich, im Ausland habe ich so Mühe, Wasser zu trinken, einfach will ich das essen. Was ist, ich weiß nicht, ob dir das mal aufgefallen ist, aber wenn du am Morgen um 4 Uhr aufstehen musst, weil du einen alten Sack bist und pissen musst oder so immer, und noch ein Glas Wasser trinkst.
wie anders das schmeckt als am Tag durch. Ja. Wieso? Das ist echt so. Wieso? Ich würde es immer googeln, aber vergiss es doch immer. Ich finde, es schmeckt besser. Nein, ich finde, es schmeckt viel hässlicher. So, für mich schmeckt es eben genau so, das ausländische Wasser. Genau so, wie es am Morgen um 3 schmeckt. Okay. Also, für mich ist das genau das. Ich kann es nicht gerne. Ich kann Wasser gerne aus da aus dem Hahn, wo so wenig Geschmack wie möglich hat. Das habe ich gerne. Aber jetzt muss ich doch wenn wir vom Gleich reden, wir wissen, wie wir das Wasser schmeckt. Also das ist jetzt ein kaltes Wasser, wir nehmen ein kaltes Wasser. Darfst du gerne ein Glas nehmen? Nein. Du darfst auch... Okay, jetzt habe ich eine Anspritze gesehen, aber das ist weniger sexy gewesen. Okay, das ist ja... Sehr geschmackslos, oder? Ja, das ist ein Kalt. Das ist jetzt ein Kalt, genau. Aber... Früher haben wir auch so eine Britta-Maschine gehabt. Aber Der Unterschied zwischen normalem und einem kalten Wasser. Das schmeckt schon recht. Das schmeckt schon recht. Also ich merke es auch zum Beispiel im Winterthur selber haben wir mehr oder weniger höher Kaltteil Wasser. Ja. Und dort schmeckt es genauso. Und welches hast du lieber? Definitiv da sind das? Direkt aus einem Kalker? Ja. Okay. Ja, weil es hat auch, eben, es schmeckt extrem neutral für mich. Ja. Und das andere hat eben auch den Kalkgeschmack vielleicht schon. Weiß nicht, ob es auf den Kalkgeschmack. Wobei eben, ich finde da in der Schweiz sind sehr leichte Nuancen. Also es gibt dann auch die Orte, an denen es ein bisschen stärker schmeckt, denen traue ich auch nie. Aber im Ausland ist es wirklich ein richtig penetranter Geschmack. Ich finde das so schlimm. So schlimm. Quellwasser. Und es schmeckt nach. Keine Ahnung was. Einfach nicht für mich. Und okay. Dort muss ich Glück haben, wenn ich das Wasser finde, wo ich gerne habe, und dann trinke ich immer noch was. Spannend. Ich habe da nämlich kalte Wasser. Danke, dass du mich eingeladen hast an den Kaffeetest. Am ersten oder am zweiten. Ich bin ja beide nicht eingeladen. Ist okay. Ich würde darüber hinwegkommen. Was ich jetzt interessant fände zu machen, wenn du mal nicht dabei bist, verschiedene, nicht verschiedene Wasser zu nehmen, sondern das gleiche Wasser, das gleiche Kaffee und verschiedene Art und Weise zubereiten. Ja. Filterkaffee, dann eine, wie heißt die? Mokka. Nein. Die? Ja. Mokka. Mokka heißt die. Mokka? Mokka-Pot. Mokka-Pot, okay, von mir ist so Mokka-Pot. Weiß ich nicht, Pireta. Das ist Marke, glaube ich. Das ist Marke. So eine Mokka-Maschine und dann so eine Espresso-Maschine. Nicht Nespresso, sondern Espresso. Also hier, wo du im Studium hast? Genau, ja. Das ist jetzt ähnlich wie da vom Prinzip her. Das macht mit Wasser dann. Ja, aber ja, es ist nicht ganz gleich, aber beides geht mit Druck, der Kaffee. Und dann gibt es ja. Sogenannte Pour-Over. Genau. Und ich mal das wäre das wär der Filterkaffee eigentlich. Das ist der Filter, da gibt es aber auch French Press. Das ist so ein bisschen nicht so stark gefiltert. Eigentlich kann ich alles bis auf eine Filterkaffeemaschine, dann muss ich eigentlich nur den Filter dafür haben. Okay. Dann könnt ihr mal einen Test machen, wenn du nicht dabei bist. Ich glaube, ich nicht mehr setzen. Ich habe nicht gewusst, dass dich das interessiert. Ja, das würde ich jetzt sagen. Nein, das habe ich nicht. Du hast nicht gewusst, dass ich Kaffee gerne kann, gell? Ja, stimmt. Ich habe nicht gewusst, dass du gerne einen Kaffee-Nerd wärst, wo so Zeug in der Freizeit macht. Kaffee-Wannabe. Wasser kaufen und die aufreihen und degustieren mit dem Löffel. Das wäre schön. Ein Kaffee-Wannabe, wenn ich dich will. Ja, bin ich ja auch. Übrigens, wir müssen der unsere Text schreibt, loswerden. Okay. Uns als Wannabes bezeichnen. Das geht jetzt wirklich nicht. Es stimmt zwar, aber es geht nicht. Es gibt Sachen, die sagen wir auch nicht. Genau. Vor allem über uns. Ja. Ja, könnt ihr schon mal machen. Könnt ihr mal live machen. Was? So war unspannend. Aber vor allem. Aber ist es gleich spannend, weißt du nicht? Vor allem ist es einfach die Minuten, wo die Kaffeemaschine laufen. Hure Lärmung! Und dann wird es wieder easy ruhig. Und dann sind wir nur noch am Sofa. Das wäre schon geil. Müssen wir uns noch. Nein, wir könnten mal schon machen. So eine Kaffee-Degustation. Wir können ja verschiedene Degustationen machen, wenn wir schon das Zeug aufbauen. Mhm. French Press haben wir beide eine. Espresso-Maschine könnt ihr mitnehmen. Filterkaffee, du hast den Filter. Ja. Das wird so. Ah, die Mokka-Maschine habe ich auch eine. Grosse. Mehr oder weniger groß. Ja. Das lange da vorher. Ja, da gibt es ja verschiedene Faktoren, die mitspielen bei der Kaffeezubereitung. Eigentlich. Tits? Genau. Also bei den Pour-Overs? Bei denen ja nicht. Also bei Mokka wird es ja automatisch die Seidenpunkt-Hits, das wird es wieder überraschen. Und aber bei der Espresso auch, Tits? Ja. Der kommt ja dort, der druckt es ja in dem Sinne das Wasser. Aber die kannst du nicht verändern. Die ist wie fix. Die kannst du verändern. Ach, kannst du verändern. Meine Maschine kannst du nicht verändern. Aber dann müssen wir. Wir müssen jede Zubereitungsart auf die bestmögliche Art und Weise zubereiten. Also wir müssen aus jedem das Maximal rausholen. Das ist so, das muss ich sagen. Dass man es dann vergleichen kann. Ja, das wäre interessant. Ja, das müssen wir machen, doch mal gucken. Dann mit dem gleichen Wasser. Was übrigens, ich glaube, auch einen Unterschied macht beim Wasser, ist, was für Leitungen du hast. Das glaube ich, ja. Das glaube ich, dass das... Neue sind ja oft aus Kunststoff oder die... Nicht die alten Stahlrohr, sondern die neuen, die spülen, die dünnen. Was nicht. Wo nicht, sich gar nicht so viel Kalk ansammeln kann. Mhm. Und die alten Stahlrohre, die musst du grün schneiden mit Hand und so, die sind halt richtig. Die sind halt richtig. Die testen noch. Das ist Wasser, weißt du? Das hast Geschmack drin. Das ist Geschmack drin, oder? Also ich finde es geil, ich finde je kaltiger, desto geiler.
Ja, ich sehe das nicht gleich, aber ist gut. Aber wir sind ja da der Weihnachtsedition, oder? Ja. In Toto Nihil Christmas, oder? Ja. Xmas Nihil. Ich habe nie verstanden, wieso das Xmas heisst. Ich auch nicht. Okay. Aber das ist so. Ich habe auch nie verstanden, wieso am Morgen um 3 das Wasser anders schmeckt. Aber das ist so. Weißt du, das sind einfach Sachen, die sind einfach so. Ja. Ich frage dich, Jonas, was sind so deine Weihnachtsedition? Erlaube uns einen kleinen Einblick in dein Leben. Wir sind doch eine Familie da in Toto Nihil. Und die Zuschauer wissen gerne etwas über dich, oder? Also vielleicht können wir mal das Essen diskutieren. Weil das ist immer spannend. Das ist immer spannend. Ich habe immer das Gefühl, immer alles essen zu gleich. Also, du okay, wir machen es ein bisschen spannender. Okay. Ich rate, wann ihr traditionell zu Weihnacht essen. Okay, wir haben zwei Weihnachtsessen. Ja, genau. Am 24. Und am 25. 25. Genau, okay. Also ich sage, ihr esset am 24. Fondue Chinoise. Mhm. Und am 25. Etwas Einfaches. So glatte, so brunchmäßig, so Schweizer Brot und Käse okay. Und Fleisch und so richtig. Okay. Ja. Und welches habe ich lieber? Das Glatte. Das Glatte. Ja, okay. Du hast den 25 lieber, weil. Ja, weiß auch nicht. Für dich muss nicht so fancy sein, weißt du? Ich sehe schon. 24 ist völlig richtig. Das gibt es von Schön aus. Okay. Dass ich 25 das Essen lieber habe, auch völlig richtig. 25 gibt es bei uns das Rocklet. Ich mache wirklich, ich habe noch überlegt, wie soll ich sagen, Raclette, aber ich mache sicher nicht von den Chinoise am nächsten Tag Raclette. Das wäre doch crazy. Es ist crazy. Crazy. Es ist insane, sagen wir es so. Ja, bei uns gibt es ein Raclette, aber eben Tischgrill, muss natürlich alles drauf. Lachs haben wir immer. Würstli. Also richtig Raclette Deluxe, oder? So wie sicher. Machen wir alle. Goldküste, oder weißt du? Ja, nein, aber sonst. Nein, es ist einfach geil. Es so. Ist Weihnachtsraclette, weißt du? Ja, nicht einfach so. Ja, voll. Also jetzt warte ich bei dir. Ja. Ja. Jetzt habe ich ja schon gehört, dass es Raclette ist. Aber ich gehe einfach mal davon aus, 25 ist bei euch Raclette. Ich rate mal. Und 24 ist aus von Nischim, ich habe das Gefühl, die machen das genau gleich wie mir. Ach so? Nein. Nein, nicht ganz. Ah. Also am 24 ist es traditionell sehr einfach. Ich hatte etwas erlaubt in Wienerli. Schon? Ja. Krass, okay. Wobei das, glaube ich, in Süddeutschland allgemeine Tradition ist. Ah ja? Weiß ich nicht. Bist du deutsch? Nein, aber von irgendwoher. Also es ist nicht so unüblich, sag ich jetzt mal. Okay, also, ich habe das noch nie gehört. Ich habe das noch nie gehört, aber das ist ja die, schon die Idee, dass man am 24., wo ja eigentlich die meisten am Tag arbeiten, mhm. Und ja, eigentlich noch nicht Weihnacht ist, dass man dann eben nicht ein fettes Menü macht. Mhm. Vielleicht in unseren ärmeren St. Gallo-Regionen noch üblicher, dass man dann aber einfach das Menü nimmt. Ganz genau, so ist es. Und am 25. hat sich mittlerweile eingelebt, Raclette, definitiv, mhm. Wie du mhm. sagst. Hast du gut aber das ist richtig gesagt. Aber es ist relativ... frisch, also ist jetzt die letzten 3-4 Jahre so. Oh, vorher haben wir das Menü am 25. einmal unterschiedlich gemacht. Turkey okay. haben wir schon gemacht, also die gestopften, ja. Mehrere Jahre lang. Ja. Oder auch Sushi in das Menü. Okay. Festliches Grosses. Cool. Und 24 Gottesdienst? Ja. Das ist bei uns auch so. Wir gehen übrigens am Kindergottesdienst, weil da im Eilen gibt es immer ein Theaterspiel von Kindern. Ja. Das ist immer so herzig. Da sind wir immer dort angegangen. Und mein Cousin ist mal da in der Schweiz gewesen, mit unserer Weihnachtenfeier aus Kolumbien. Und er versteht kein Schweizerdeutsch, versteht aber gut Hochdeutsch. Und der Zwitz im Spiel lernt er sich zu mir über. Hey, egal ob es kleine Kinder sind, die Weihnachtslieder spielen oder singen, es klingt immer noch brutal aggressiv. Ich glaube, er hat eine recht aggressive Sprache anscheinend. Geil. Sogar kleine Kinder, die Weihnachtslieder spielen, klingt aggressiv. Oh geil. Sehr gut. Ja, was gehen wir an. Ja, was gibt es jetzt? Soll ich mein Bier einpacken und nachher machen wir einen Abschluss mit dem alltäglichen Bier? Ich glaube, wir gehen jetzt mal richtig in Bier. Weihnachtsbier, okay. Weihnachtsbier. Also das, was ich mitgenommen habe. Richtig. So, genau. Das, was du jetzt. Das eine von den zwei, ja, von wo aber vier? Ich mitgenommen habe. Genau, ja, von den zwei. Vier. Ja, also genau. Konzentriert auf zwei, aber dann wieder erweitert mit nochmal zwei einfacher. Genau, also genau. So. Genau, ja, das ist Advanced Cooking, weißt du? Du bist auch mal das Advanced Cookie für mich. Das Cookie. Cookie. Das ist zwar Baking, aber. Ah, ich habe ein Brewdog. Ah, das haben wir ja schon gehabt. Gebracht, ja. Und das hier ist ein Hoppy Christmas. Ich glaube irgendwie, das ist einfach ihr IPA. Wo so rote Etikette drauf geschrieben hat. Aber wir werden es jetzt rausschmücken. Okay. Ja, gut. Haben wir einen Baum? Das ist spannend. Wir haben früher so einen künstlichen gehabt. Ja. Irgendwann haben wir dann auf den frischen, also auf den richtigen, umgesattelt. Ja. Einfach weil es ein schönes Gefühl ist. Ja. Und meine Mutter hat mir egal ist.
Meine Mutter hat auch immer ein bisschen Panik mit den Kerzen. Ja. Verständlich. Also, es ist wirklich ein natürlicher Baum, richtige Kerzen, Kerze. Richtiges Feuer. Ja. Einfach, es ist um einiges schön. Ja. Muss man schon sagen. Zum Wohl. Zum Wohl. Das ist kein IP, oder schon? Schmeckt zumindest von der Kerze noch. Nochmal. Aber vorher bist du schon recht dunkel eigentlich. Sehr hopfig. Definitiv. Das ist aber geil. Das finde ich jetzt aber geil. Das gleiche wie das Punk IPA, ja? Nein. Also, obwohl ich mich jetzt nicht mehr ganz so als Flavor Profile von Punk IPA erinnere. Ich kann nicht, aber ich glaube. Aber ich habe das Gefühl, dass ich da in dieser Art schon mal kann. Aber es ist fein, ja? Ist wirklich geil. Fand ich gerne. Hobby Christmas. Geil. Ich finde den Namen auch super. Ich finde so temporäre Sachen geil. Wenn man so sagt, als Firma, hey, komm, wir machen ein Bier. Wir finden jetzt eine Zusammenstellung von verschiedenen Geschmäckern. Aber dann machen wir jetzt nur die drei Monate. Saisonal oder so. Und noch nie mehr. Also einfach so. Sobald du Zeug in Stein meißt und machst, habe ich immer das Gefühl, das verliert so eine Lebendigkeit. Darum tun die bei Bühler auch mit saisonalen Maschinen herstellen. Genau. Aber ich finde so, die temporären Sachen haben sowas. Du da, dass sie temporär sind, du da, dass das weißt, es geht wieder zu Ende, es ist nur für eine begrenzte Zeit, bekommen sie so einen Wert über. Wenn ich das noch schön finde. Ich weiß nicht, ob es bei euch auch gibt, aber bei uns gibt es eben so eine Fundestübli. Ja. Ja. So eine Schale, temporär. Ja, gibt's ja. Jetzt gehen wir dort am 2.9. gehen wir dort in den Büro und gehen essen. Ja, genau. Es ist so, ich glaube, die leben nur davon, dass irgendwelche Büros dort hingehen gehen. Meinst du? Also ich weiß, wir sind noch mit Eltern in Kloten, ist das sie gerade im Flughafen? Ja. Dort sind wir mal gewesen mit den Eltern, das war schön. Das war schon recht gross von allem. Also sie haben es, glaube ich, ganz über einen Block gestellt für das Event. Aber das ist noch gross, das ist noch cool. Meinst du, gehen wirklich nur Büros? Nein, aber also bei uns sind es jetzt sehr viele Büros. Okay. Also wo bei euch in Wien? Wien, ja. Gehen die auch in einem Büro? Da ja nicht, nein. Okay, schon. Okay. Da ja ist ein bisschen blöd wegen der Ferien von den Leuten. Dann gehen wir erst im Januar das machen. Okay. Aber letztes Jahr sind wir in St. Gallen so ein. Oder vorletztes Jahr. Vorletztes Jahr, glaube ich. Ja. Cool. Aber das ist so, ich habe es da und so Weihnachtsmarkt und so, das ist etwas, was auch irgendwie früher noch nicht so populär war. Ich glaube, früher hat es auch die zwei, drei große gegeben. Köln zum Beispiel. Ja, okay. Ich habe was nie gesehen, schon ein paar Jahre her. Und dann irgendwie, der Kölner Weihnachtsmarkt, das wackelt für Büro angestellt. Okay, das ist fair. Ich kann mal schlimm hören. So geil. Wackelt für Büro angestellt. Aber es stimmt. Es stimmt. Es trifft auf den Punkt. So geil. Aber eben, früher hat es wahrscheinlich auch die grossen gegeben, die zwei, drei. Wahrscheinlich auch eins in Zürich, einen grossen. Ja. Aber mittlerweile gibt es auch viele kleine auch, oder? Mega viele kleine und auch so, eben die Fundischale und so, die temporären. Ja, weil der Markt ist auch temporär. Also schon nur zwei Ferien. Ja, ja. In Zürich gibt es irgendwie zwei oder drei oder so. Weihnachtsmarkt. Ja. Also der 6. Platz. Und, also ja. Bellevue und der Weihnachtsplatz. Am Weihnachtsbahnhof. Hey, temporär Weihnachtsbahnhof. Genau. Ich kann nicht mit der Weihnachtsbahnhofstraße, oder? Genau, ja. Die ist ja sogar beliebt. Und klar. Für das Personal könnte sie nicht sein. Ja, irgendwie, ja. Aber mehr weiß ich nicht, ob es aus dem Ausland nicht gibt. Ja. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es ein, zwei andere gibt. Ja, der bei uns ist eigentlich, das ist immer pumpe voll zu Wien. Ja. Und jetzt, das ist immer so ein recht einfaches, kleines Schale gewesen. Und jetzt da ja, ist es drei oder viermal so groß, so hoch, es ist riesig, es ist total modern, so das Holz. Es ist fast grösser als Haus, als Häuser nicht dran, aber es ist immer so temporär. Also so. Ja. Aber ist schon geil, finde ich. So festes. Ja. Richtige Brand. Richtige Brand, ja. Ja, es ist schon ein Risiko, aber. Ja, komm. Aber wir schauen damit schon ein bisschen drauf. Meine Mutter hat über einen von uns war immer abtalogier gewesen, so mit wirklich über Wasser Meter stehen, dass irgendetwas passiert. Hast du gesagt, abtalogier? Also, zur Klärung. Eine Betondeckung hat abtalogiert. Ein Mensch hat abdetachiert. Ich hab da was gesagt. Schon, okay, scheiße. Okay, von mir ist. Aber ist okay. Gut, sie hat mich auch so. Ja, auf jeden Fall. Ja, immer wenn ich über Wasser dort gestanden und ich habe das Gefühl, wenn du dich brauchen würdest, würde wahrscheinlich durch die Schwingung vom Baum nachher alle Kerzen sonst auch umgehen. Du hast auch einen viel größeren Brand. Also, wird wahrscheinlich, ja gut, viel größer kann ich nicht werden, wenn der Baum anfängt brennt. Wir haben aber relativ frisch gekauft. Also das machen Idee, wir. Idee, dass das wir nicht so stark brennt, wenn wir brennt. Das stimmt, das machen wir auch. Was wir dann amigs machen, ist, wir den immer alle Äste abschneiden und wir den da im Schmiede verbrennen. Also, ja. Also nein, nachher einfach in den nächsten paar Monaten. Also das halt dann ist bis im Sommer. Ja, weil du kannst nicht alles auf einmal. Aber was wir mal machen, die Spitze mit den letzten Ästen, die wir immer abschneiden und die warmen wir ein Jahr auf. Und an Weihnachten selber wird die noch verbrennt, die Spitze. Ah, das ist eine geile Tradition und es schmeckt im Fall geil. Ja. Ja, extrem. So dann extrem. Aber wirklich geil.
Hoppen. Ich glaube, ich habe noch den Spitzer von letztes Jahr, also ich könnte sie nachher verbrennen. Das ist geil. Nein, das sind coole Traditionen. Haben die auch so solche Traditionen oder weniger? Mm, nein. Also vielleicht nicht die, aber andere, wo ihr zu pflegen müsst. Nein, weniger. Wir laufen einmal auf unseren Hügel rauf. Während dem, also der Vater mit, traditionell ist der Vater mit den Kindern auf den Hügel rauf. Und die Mutter dekoriert in dieser Zeit den Christbaum. Okay. Dann kommen wir retour und dann ist halt so Einlass. In die Stube sozusagen. Schön. Aber viel mehr, dann nehmen wir eigentlich. Bei uns ist das immer das gemeinsames Zeug. Wahrscheinlich mit Mutter einfach Lust hat, das selber zu machen. Ich war vor 2 Jahren war. Am Tag, nachdem meine Mutter den Baum dekoriert hat, mir alle den Baum dekoriert hat, ist sie heimgekommen und mir so, oh, es tut mir so leid. Oh, es tut mir so leid. Meine Mutter, was ist passiert? Geht's dir gut? Ja, es geht mir gut. Es tut mir so leid. Ihm ist der Baum umgekehrt. Ist nicht viel passiert eigentlich. Es tut mir so leid. Scheiße. Ja, das ist lustig. Ich finde es auch lustig, da sind ja so 40 oder so bei uns, oder so Brüche, wo Gesamtschweizerisch gemacht wird. Also man feiert Weihnachten, man feiert Silvester. Aber niemand sagt ja genau, wie man da feiert. Ja. Was eigentlich dazu führt, dass jeder ein bisschen eigene Traditionen auch entwickelt. Das ist schon schön, ja. Und etwas schön ist, dass du selber kannst Traditionen entwickeln. Gut, sind ehrlich, es hält dich eigentlich niemand davor, irgendeine Tradition selber zu entwickeln, an Tagen, die vielleicht nicht unbedingt feiertig sind. Ja. Also, theoretisch gesehen. Nein, es hält das nicht davor, aber es ermutigt ja auch nichts dazu. Also, wieso sollst du irgendwo etwas machen? Wir haben früher, meine Mom hat irgendwann mal den Fajita-Freitag eingeführt. Und da hat sie jeden Freitag Fajita gegeben. Das ist eine Tradition. Nach irgendwie, vielleicht noch ein halbes Jahr, hat sie angeschissen, jeden Freitag Fajita zu essen. Hat sie wieder abgeschafft. Aber wie lange geht es, bis etwas eine Tradition gibt? Ja, das ist halt immer die Frage, oder? Ich und der Kollege, der vielleicht auch am Zuhören ist, oder wahrscheinlich eher der Podcast, wir sind die letzten 2 Jahre laufen gegangen. Also wir haben eigentlich Sildo durch. Und nachher irgendwie Bieren von Bier gelaufen ist, mein Kollege irgendwann dummen Spruch gebracht, irgendwie so, den geht's nach Lissabon, oder? Bieren. Und der so, witzig. Und nachher halt vor allem die älteren Leute haben dann gerne das Gespräch angefangen, oh, was machen die denn so? Und sieht, es sind alte junge Leute am Laufen. Wir sind ein paar Zähne beigelaufen, oder? Selten junge Leute am Laufen. Okay. Wer da nicht sein, Junge? Dann machen die Jungs sonst als Laufen. Licken. Nein, gut. Das ist auf jeden Fall, nachher mein Kollege, das ist eine Tradition. Im ersten Jahr, wo wir es gemacht haben. Das ist eine Tradition. Im zweiten Jahr, das ist Tradition. Hast du den gleichen Kollegen mit der Idee gehabt, um ins Greenfield zu laufen? Nein, das bin ich nicht. Okay. Idee. Aber ich habe dazu überredet. Es hat nicht viel überredet, es gerade braucht. Hey, ja, wir gehen das Greenfield. Wir laufen da, aber kommst du mit? Ja, voll. Und jetzt, mittlerweile behauptet er, so sagst du, er behauptet, er weiß aber, dass er so sagst ist. Dion weiß, dass er so sagst ist. Mittlerweile behauptet er, dass ich alle Kollegen einfach so gesagt habe, ja, der Jan läuft mit und nachher hat er aus sozialen Drücken jetzt mitlaufen. Der Jan weiß es. Ja, ja. Nein, aber eben, ja, und er immer, nein, ist das Tradition. Aber ich habe jedes Jahr sagt etwas mehr, weil letztes Jahr sagt, ja, ist Tradition. Und nachher, das Jahr darauf ist es mal Tradition gewesen, dass wir wissen, wo unsere Grenzen liegen. Damit wir wissen, wie es letztes Jahr, wie es das vorherige Jahr war und wie es das Jahr ist. Oder ob wir weiterlaufen können oder ob wir weniger laufen können. Okay. Ich habe gemerkt, einfach zu einer sozialen Zeit mitnehmen und verbringen und zu laufen. Ja. Das ist ein geiles Jahr. Kannst du nicht schon mitkommen? Ah nein, du bist nicht eingeladen. Vielleicht bist du nicht als Kaffee-Degustierer eingeladen worden. Ich will einfach davon ausgegangen, dass ich es nicht gerne mache. Das ist kein Event. Es sind übrigens 1800 Live-Zuschauer. Also live. Ah, 1800 Leute sind kein Event, hä? Doch, das ist ein riesiges Event. Ja, ich meine, aber über das Internet jetzt auch nicht. Ich meine, am anderen. Ja. An Wassertest, oder? Ja, voll. Cool. Da ist irgendwie nach dem Vierabend schnell. Und? Würde ich das machen und mach es. Ein Event. Das ist ja nicht ein Event, wenn ich das allein mache. Ihr hättet es ja das zweite gemacht. Wenn ihr das ein Event sind, dann hättet ihr auch eingeladen. Was ist da? Also, Zuschauer behauptet, Forscher sagen, wenn man etwas 21 Mal gemacht hat, ist es Routine. Forscher sagen, das wäre Forscher sagen Zeit. Ich glaube, das geht anders. Studie belegt, wenn genau. Es eine Studie belegt, glauben Sie an Typen belegt. Genau. Also, es ist Studie belegt, nicht Forscher sagen. Okay. Aber ich habe gemeint, es schon dreimal. Weil einmal ist es ist ein Event, zweimal ist ein. Wiederholen in den Event. Auf Englisch. Was ist Englisch? Ich weiß es auch nicht mehr. Aber auf Englisch hast du schon öfters gehört. Auf Französisch ist doch ein.
Aber auf Korinthisch. Was? Korinthisch? Aber Griechisch, aber egal. Kannst du die Sprache von Syrer nicht? Das ist ein Dialekt, den man in griechischer Dialekt, den man in Korinth geredet hat, oder? Ja, nimm das an, wenn es Syrisch ist. Jetzt weiss ich, auf was das ich bin auch immer bezogen ist. Was? Sie war auch immer beim Kaffee testen. Dementsprechend ist es nicht wegen sie, dementsprechend hättest du eigentlich die Verpflichtung gehabt, mich einzuladen. Sie war immer, aber sie ist halb vom Schaffen reingekommen, hat es belächelt und ist dann am anderen Gesang gemacht. Also, Event, sag ich nur. Immer gewesen. Event. Event. Ah, ich sage 3 Mal, 21 ist ein sehr viel. 21 ist wahrscheinlich, wenn du sagst, ich gehe jetzt jeden Tag gut joggen. Dann kann man dich ab 21 Mal ernst nehmen. Ja, ich meine, nach 6 Wiederholungen ist es eine Gewohnheit. Vorher ist es pathetisch. Nein, nein, so aber dies pathetisch. Pathetic. Das ist eine geile Folge eigentlich. Pathetic. Nein, ja. So, ja, pathetisch. Letztens bin ich, habe ich einen erzählt, habe ich einen gefragt, ob ich weiß, dass ich gut Englisch kann. Weißt du eigentlich, was pathetisch bedeutet? Und er so, ja, er wäre noch pathetic. Und ich so, ja, nein. Und er so, ach, kommt es doch pathos. Der fuck, Bro, weißt du, was pathos ist, Mann? Ja, da weißt du, die meisten, die ich kommen zu wissen, aber ich habe es nicht gewusst. Wieso immer. Das hätte ich auch müssen, aber ich habe es nicht gewusst. Ja. Nein, da weiß man, also da. Ich habe es vielleicht schon mal gehört, aber was Pathos? Keine Ahnung. Das hat Pathos. Ja. Das ist nicht Duden am Abend. Duden, nein. Das ist schön, dass ich in der Dudenwoche ins Bett gehe. Okay. Damit kann ich den Zählen verschwirken. Eigentlich ist schon nicht schlecht, mal ein bisschen. Die deutsche Sprache kennenlernen. Es wär lustig. Das wäre nicht lustig eigentlich, das wäre ziemlich hochgestochen. Oh. Uiuiui. Ach, muss ich jetzt lesen? Ja, lies mal vor. Nur schon bei dem Namen bin ich ein bisschen kritisch. Dr. Maxwell Maltz war in den 50er Jahren Schönheitschirurg. Mhm, Doktor. Er stellte fest, dass Patienten nach einer Schönheits-OP, zum Beispiel einer Nasen-OP, im Durchschnitt 21 Tage brauchen, um sich an ihr neues Gesicht zu gewöhnen. Dr. Maltz begann auch, sich selbst zu beobachten. Wie lange brauchte er, um sich an Neues zu gewöhnen? 1960, Entschuldigung, publizierte er Cybernetics, und schrieb dort von mindestens 21 Tagen, die der Mensch benötigte, um sich an Veränderungen zu gewöhnen. Aber 21 Tage sind nicht 21 Wiederholungen. Das ist 21 Tage, das habe ich auch schon gehört. Aber das ja. Ist ja nicht in Wiederholungen. Ja, weiß es nicht. Also es ist nicht das Gleiche, das stimmt schon. Es ist nicht das Gleiche. Also hast du gesagt, ich muss 21 Mal Weihnachten so feiern, damit es so Tradition ist. Das ist verdammt lang, ja. Verdammt lang. Wie lange wäre das etwa? Ich hätte jetzt die Wiederholungen. 82 Jahre. Aber eine Tradition und eine Gewohnheit sind dann nochmal zwei verschiedene Sachen. Das ist so. Eine Tradition ist etwas, wo... Ja, ich hätte jetzt auch gesagt, nach dem... Also vielleicht schon, das dritte Mal ist debatable, nach dem vierten Mal ist ganz sicher Tradition. Ja, ich würde sagen... Wenn du jedes Jahr an ein Festival gehst, ja. Das erste Jahr gehst du das erste Mal, das zweite Mal gehst du das zweite Mal, obviously. Ja. Das dritte Mal sagst du schon fast, wir gehen jedes Jahr. Kannst du schon sagen. Kannst du schon fast sagen. Und das vierte Mal kannst du nicht sagen, wir gehen jedes Jahr. Ja, von mir aus lange 3 Mal. Aber ja, ich glaube, ich sehe es gleich wie du. Bei 3 kann man dir noch dazwischen funken. Bei 4 ist irgendwie... Bei 3 ist halt irgendwie auch so das Vertrauen noch nicht da, dass es eine Tradition lebt, dass, ja, auch davon, dass du annimmst, dass sie bleibt. Mhm, dass es nie aufhört. Dass es nie aufhört. Gut. Und bei 3 bist du da wieder noch nicht ganz sicher. Bist du schon mal am Festival gewesen? Hast du ja viele, ja. Hast du denn nicht jedes Mal, das erste Mal, wenn du gehst, hast du viel, ich bin jedes Jahr da noch. Nee, nein. Nee. Aber ich bin ja meistens am Festival, aber nicht jedes Jahr. Staffel, ja gut, dann ist es schwierig jedes Jahr. Ja. Oder also, grundsätzlich wirklich, ja, also ich nehme halt das ganze Genre, Musik, Live-Musik, und sagt dann einfach, ich gehe dort hin, wo coole Bands sind. Mhm. Und jemand ist das gleiche Festival und jemand sagt, nein, da muss ich jetzt nicht gehen, da sind keine coole Bands. Ich finde einfach das Ambiente auch nicht so geil. Aber ich glaube, das ist ja gar nicht anders an anderen Festivals, wenn wir ehrlich sind. Ja. Also die meisten Festivals haben so ein gleiches Ambiente. Auch wenn es halt von den Leuten sehr unterschiedlich ist. Aber Open Air? Mehr also, sorry, ja, ich rede jetzt vor allem von Open Air. Ja. Okay, wir haben das Open Air mit Übernachtung und so. Genau. Und ich habe das Gefühl, alle haben so ein das gleiche, die gleiche Luft, die drumherum ist. Weißt du, es ist irgendwie auch immer ein das gleiche Umfeld, ein bisschen, damit Nuancen. Es sind auch die gleiche Art von Leuten, die dort sind, oder? Das nicht, das überhaupt nicht. Also es macht einen riesigen Unterschied, ob du, zum Beispiel letztes Jahr bin ich zum ersten Mal ans Greinicher gegangen. Ja. Das ist ein recht kleines Open Air, aber mega herzig. In Aargau, in der Nähe von Greinicher, wer jetzt denkt. Der Nähe von Hallau? Okay.
Ich glaube es nicht. Nein, nein. Das ist eine Sagensache. Ja. Auf jeden Fall, also dort ist ein massiver Unterschied zu irgendeinem Mainstream-Opener, wie zum Beispiel Scampel, wo auch extrem viel unterschiedliche Musik hat. Also, Scampel Mainstream? Ich glaube schon. So wie Scampel. Für die Größe. Okay. Für die Größe, also bei dieser Größe muss ich einfach sagen, irgendwann. Ich habe keine Ahnung, wenn du mir Gampel hast, weiß ich es nicht, ich sehe nur immer die Bands. Und schon riesig. Und vor allem Gampel hat einfach Musikgenre einmal durch, oder? Es hat alles dabei. Und das geht von Punk bis zu irgendeiner Popband, oder? Also, und dementsprechend. Also, wenn ich habe Miley Cyrus noch mit dem DJ Morgan ist, oder? Wenn Fanta 4 und. Scheiße, sagt der. Und der Marilyn Manson am gleichen Opener spielen. Es sind sehr unterschiedliche Musikstile. Also beide Mainstream. Ist Marilyn Manson Mainstream? Ja. Ich glaube, den kennt man einfach, aber niemand lässt seine Musik. Nein, aber am Open Air 4 dann noch schon die Rallye. Nein, niemand hat ihn gefühlt. Oder er ist ja schlecht drauf gewesen. Der Typ ist nach 5 Minuten gefunden, er sind alles Arschlöcher. Okay. An dem Punkt haben sogar ich, wo seine Musik eigentlich cool finde, müssen sie sagen, du packst mich heute nicht unbedingt. Okay. Also, nicht unbedingt im Tag. Aber anscheinend in der anderen Open Air ist er gefunden, ist gut. Aber eben, ich finde es auch schwierig. Ja, ich finde, du lässt keinen Marilyn Manson an ein Company, du lässt ihn an ein Greenfield ein, wo du einfach davon ausgehen kannst, dass viele Leute doch seine Musik schätzen zu wissen. Aber das ist schon ein Studio. Nein, die haben schon. Ich meine, wenn du dir das mal down leisten kannst, kannst du auch den Marilyn Manson leisten. Ja, kein Plan. Von beiden nicht. Ich kann deren Finanzen auch nicht, aber ich gehe einfach davon aus. Ja, auf jeden Fall eben zum Beispiel Greenfield ist auch etwas, wo ihr so richtig, so ein bisschen richtig hat. Auch wenn sie ab und zu mal irgendwelche anderes Zivil laden, was ich nicht nachvollziehen kann, aber ist ein anderes Thema. Aber Scampel ist etwas, wo auch durchgeschmiert ist und dort findest du alle Arten von Leuten, die du dir vorstellen kannst. Also es ist wirklich, wirklich eindeutig, weil für verschiedene Leute eigentlich so einem Raum ist. Das funktioniert ziemlich gut. Ja, wenn mir mal gesagt hast, ich verbrennst dich jetzt dann. Und dann hat gelacht. Aber definitiv habe ich gelacht und dann ist sie nicht zu blöd geworden. Hat mich doch nicht verbrannt. Nein. Und solange es jetzt dann ist auch easy. Er hat gewonnen, ich verbrennst dich jetzt dann. Mich hat es betatscht. Ja. Ja. Gibt es ein Bier oder was meinst du? Nein, ich würde sagen, wir lernen langsam. Ja, das? Ja. Okay. Es ist jetzt 1:20. Oh shit, schon. Ja. Okay. Ja, dann nehmen wir ein Bier nachher. Im Privat. Genau. Privat. Und dann im nächsten Ding. Im nächsten Autosim. Aha, ich werde es nicht gemeint. Ja. Ja, gut. Ja. Dann Jingle Bells all the way, oder? Jingle Bells all the way. Danke vielmals fürs Zuhören. Ein bisschen mehr Casual, ein bisschen je nach. Ein bisschen. Ja. Kleine Rant-Schwenker zu der individuellen Mobilität. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Danke vielmals fürs Zuhören und schönen Abend miteinander. Schöne Weihnachten. Schöne Weihnachten. Schöne Ostern. Nein, schönes Silvester. Und einen schönen Geburtstag. Und einen schönen Sonntag. Danke.